Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von Fallen Order. Jetzt werden uns der... Ich fände es geil, wenn die jetzt auf mich ballern würden. Und der eine fehlt. Wir haben ein schwebendes. Eine schwebende Waffe, aber gut. Wir stellen uns jetzt wieder der Schwester. Guten Tag. Ich habe eben meine EP ausgegeben, ich weiß nicht, was du von mir willst. Hi. Hallo. Du blutest wie alle anderen. Das ist vollkommen korrekt. Oh, Junge. Du kannst nicht ewig davon laufen. Habe ich ja nicht vor. Hopp. Nur lang genug. Das war nicht geplant, ich wollte das hier machen. Hopp. Ach komm. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Ja, jetzt fliegt sie wieder durch die Gegend. Ja, hier, so mit deinen einzelnen Kampfphasen. Nee, danke. Kein Bock auf dich. Los, schneller. Nö. Ach, das macht ja gar keinen Schaden. Oh, du Schlampe. Gib mir Stim. Na? Na? Du kannst nicht ewig davonlaufen. Lang genug ist. Alter! Chill deine Base! Ich muss viel mehr Machtfähigkeiten bei der einsetzen. Hopp! Au! Hüpfballa! Du wirst als Versager sterben! Solange ich nicht als Frühstück sterbe. Hoppala! Ich hab schon Schweres geschafft, meine Liebe. Boop. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Nee. War das alles? Ich glaub, den kann ich blocken sogar. Das dauert ein bisschen. Machen wir jetzt die Spezialfolge, in der ich die umbringe. Irgendwann. So. Das Blöde ist, ich kann das leider nicht timen, wann ich mein Zeug zurückkrieg. Also kann ich sagen, ich hätte das gern lieber in der, was weiß ich, zweiten Kampfphase. Na schön, Bumm. Den nächsten entgehst du nicht. Hopp. Au. Ich muss blocken. Den kann ich nicht blocken. Dein Untergang rückt näher. War ich das? Ja. Das war gar nichts. Dein Ende naht. Deins anscheinend ja noch nicht. Stimmt, BD. Ja? Oh nein, wenn die jetzt schon wieder anfangen mit ihrer Scheiße. Komm. Bringen wir es zu Ende. Ja. Erbärmlich. Nur weil du dich porten kannst. Kommst du mir, Padawan? Und was bist du? Du bist ja noch nicht mal ein Sith. Hopp. Bleib stehen. Ja. Vielleicht muss ich dir jetzt einfach mal Schaden machen.
Was würde Jared DePaul jetzt von dir denken? Du blutest wie alle anderen. Na! Oh, das geht nicht. Gibst du mir mal bitte? Das geht nicht. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Du wirst als Versager sterben. Werf einen rüber, BD1. Oh. Oh. Ich bin nicht für dich. Hopp. Nein. Hoppala. Na, 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 na. Und ich bin tot. Das wird dauern. Das wird dauern. Also, ich wollte mir eigentlich nicht die Schmach geben. Am Ende hier die Schwierigkeit für die runterstellen zu müssen. Weil wir haben das jetzt Verhältnis. Also zurückkommen kann ich auch nicht. Die ist ja levelbedingt jetzt. Also in ihren roten Phasen stoßen, sowas. Guck. Das war gar nichts. Finde ich gut. Na. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Ha? Die blockt mich! Dein Untergang rückt näher. Vielleicht werde ich besser. Ja. Jämmerlich. Hopp. Hä? In die Offensive. Nein, Offensive war blöd. Das lief so gut. Ich drück. Na, wäre schon dabei zu skippen. Na, wäre schon dabei zu skippen. Ich kann auch, also wenn es zu lange dauert, also wirklich, wenn ich die ganze fucking voll, wenn ich nach, sagen wir, 15 Minuten das nicht hinbekomme, werde ich das dann so machen, ich werde schweigen, ich werde weiter die Aufnahme laufen lassen, aber ich werde dann einfach nur noch den, dann am Ende den One reinschneiden, der erfolgreich war. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Hä? Nee, wo hat das angefangen? Wer hat dich ausgebildet? Das ist viel zu einfach. Jetzt teleportiert die sich schon wieder. Du kannst mich nicht besiegen. Wieso nicht? Das war gar nichts. Das geht nicht. Interessant. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Da hätte ich schubsen müssen. Du machst das viel zu langsam, Kerl. Ja? Hierher, BD.
Du blutest wie alle anderen. Block schon wieder nicht gerade. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Ach, wenn ich doch nur ihre Parade dadurch dann durchschneiden könnte. Du wirst als Versager sterben. Sieht schon wieder nichts. Ich stelle mich halt unglaublich dämlich an. Hopp. Na schön, dem nächsten entgehst du nicht. Das war gar nichts. Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Ich weiß, ich hatte kaum noch Leben. Und die hätte mich nur, müsste mich eigentlich nur böse angucken, wie ich sterbe, aber... Wie bin ich gestorben? Die hat noch mich nicht geschlagen gehabt. Deshalb. Hi. Ich hätte die echt machen sollen in der letzten Aufnahme. Ja, Hallöchen. Hopp. Ich krieg die auch im Sprung nicht weg. Dein Untergang rückt näher. Krieg das auch noch nicht in den Kopf rein, wann, wie, welche Parade, wo. Boah, das ist ja echt eine Wissenschaft, diese Helden hier, die Gegner. Manche Bosse so, ja, mach ich mal schnell. Aber sobald es um Parieren, Blocken, Machtstoß, alles gleichzeitig gilt, ui, das wird schwer. Ich darf auch stark bezweifeln, dass der andere Lichtschwertstil da groß hilft. Weil ich krieg durch Schaden... geht hier nicht ihre... Kann ich mal kurz... Ich möchte mal was ausprobieren. Hoppal. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Ja, jetzt kommt diese an. Bleib stehen. Was zum? Das ist, der Angriff ist doch genau für sowas gemacht. Hopp. Du kannst mich nicht besiegen. Aber ich so irgendwie falsch schon. Der Tritt soll doch. Bist du wirklich ein Jedi? Nö. Träge. Ja. Bin fett geworden. Ich vernichte dich, wie die anderen. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Gut. Dann dürftest du dich ja... Wie alle anderen. Ich bin dir haushoch überlegen. Du wirst als Versager sterben. Ich bin ausgewischt. BD, stimm zu mir. Ich vernichte dich. Wirf mir ein Stimm zu. Ich glaube, ich werde besser. Bleib stehen. Das ist zu einfach.
war gar nicht. Au. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Hui. Ah, mir geht's gut. Mir geht's gut. Das war überhaupt nicht knapp. Nein, nein. Ich dachte echt, wir müssen das noch bis zum Ende kämpfen. Deshalb dachte ich schon wieder, der Versuch wird wieder nichts. Weil halt, ja, keine Stims mehr und fast tot. Es gab einen Zuschauer, Twitch-Zuschauer oder Zuschauerin, keine Ahnung, die sich so nannte. Der sich so nannte. Ich gehe ja, bei uns immer von der aus. Cool. Ich bin anscheinend noch im TS. Jedenfalls, ich hatte schon den Namen des Padawan. Wurde der Padawan-Name bis jetzt mal genannt? Unserer aktuellen Begleiterin? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Deshalb wusste er ja auch, wie sie hieß. Deshalb hab ich den in dem Moment auch gar nicht realisiert. Hä? Inquisitorin Triller? Kann ich jetzt eigentlich wieder... Nee, kann ich nicht. Hui! Hopp! 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 Und wir sind wieder im Sepho-Grab. Also ich glaube, diese Sepho-Größe ist etwas überdimensioniert. Aber gut. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Hm? Ah, hier. Soll ich auch runter? Hallöchen. Ich könnte mich ja nochmal in der Kröte versuchen. Speicherpunkt. Stell dir vor, ich müsste den Bosskampf nochmal machen. Ausruhen. Danke. Das sind mal dicke Türen. Uiuiui. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht.
wette mit euch. Hier gibt's für uns die nächste Fähigkeit. Oh, und ich bin wieder online. Cool. Ich müsste echt nochmal kontrollieren. Oder gucken, besser gesagt. Moment. Ich hab's. Oh, aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Hi. Und ich fall fest runter. Scheiße. Ist schön zu wissen. Aber, danke. So. Und so hat das Imperium also seine Sith. Nein, nee, Inquisitoren bekommen. Ganz einfach. Indem man sich Padawan. Oder ein paar Padawan genommen hat. Ach na, nicht noch eine Röhre. Hi. Hey! Hey! Hey, sagte ich! So. Wer macht das schneller als die Alten? Oh, ich hab keine Macht mehr. Alter! Störrische Kamera. Au. Man hat hier echt keinen Platz. Hilf mir, BD. Das ist blöd. Ich bin gleich tot. Weil ich das Timing mal wieder nicht kann. Ist ja wunderschön. Ah! Oh. Verdient, ganz ehrlich, verdient. Die Gegner sind inzwischen relativ leicht durch den Machtstoß. Aber ja. Ach, hier bin ich wieder. Deshalb müssten die eigentlich kein Problem darstellen, wenn man sich nicht so unglaublich dämlich anstellen würde. Ja, das haben wir schon. Wenigstens schneiden sie die Gespräche raus. Also, bei aller Liebe, ich würde es mir vielleicht wünschen, dass wir die Inquisitorin wieder konvertiert bekommen. Aber auch auf der anderen Seite irgendwie nicht. Aus dem einfachen Grund, das wäre zu obvious. Das wäre so zu sehr die Battlefront 2 Kampagne, wo ja unsere imperiale Protagonistin. Achtung, Spoiler für Battlefront 2. Relativ schnell die Seiten gewechselt hat. Meiner Meinung nach für einen so harten Imperialisten doch etwas zu schnell. Nein, 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 Cal versus Cal. So. Ja. Hey! Das geht nicht? Das geht nicht? Oder war ich zu schnell? Junge. Noch ein Schritt.
Oh, ich brauche mehr Platz. Au. Danke. Geht das bei denen nicht oder war ich einfach gerade nur so blöd? Das ist viel besser. Naja, also wie es dann hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Deshalb danke ich mich fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Tschüss.